Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Wetzolds Welt. Ich bin im Gespräch verabredet und heute habe ich einen neuen Gast, der noch nicht bei mir auf dem Kanal war, den Agitator der sozialen Marktwirtschaft. Hallo Agitator. Sei gegrüßt. Ja, Agitator der sozialen Marktwirtschaft, das ist ja schon ein sehr programmatischer Titel. Sag doch noch mal ein bisschen was zu dir und deinem Kanal. Ja, ich habe einen kleinen Kanal, der sich vor allem mit Wirtschaftspolitik beschäftigt. Also ich habe da zuerst einfach nur so Zeitungsartikel kommentiert, wenn mich das gestört hat. Und dann mit der Zeit habe ich halt angefangen, mich ein bisschen tiefergehend mit wirtschaftlichen Dingen auseinanderzusetzen. Okay. Jetzt sehen wir hier, das ist jetzt neu hier, dass es immer so ein bisschen flackert. Das ist irgendeine technische Störung. Soll jetzt nicht weiter stören. Ich hoffe, dass der Sound bleibt davon unbeeindruckt. Ja, sehr schön, dass du dich bereit gefunden hast, hier auf meinem Kanal mal Rede und Antwort zu stehen. Wo würdest du dich denn so allgemein politisch einordnen? Ja, so sozialdemokratisch, so kann man es wahrscheinlich am besten beschreiben. Also die Politik, die die SPD von den, in den 70er Jahren vertreten hat. Also das ist, also jetzt abgesehen von der Geldpolitik, da bin ich auch anderer Meinung, aber das ist ungefähr die Politik, die ich befürworten würde. Die Politik, die grob gesagt in der Bundesrepublik von den 50er bis in die 70er Jahre gemacht wurde. Und vor allem die starke Ausweitung des Sozialstaats dann durch die SPD und ja, das ist so ziemlich das, was ich befürworte. Ja, gut, nicht nur durch die SPD. Ich glaube, das Rentensystem ist ja durch ADE schon früher eingeführt worden, ne? Ja, ich sage ja die ganze Politik, aber unter Willy Brandt hat sich der Bundeshaushalt zwischen 1970 und 75, glaube ich, verdoppelt. Also das war schon eine extrem starke Steigerung, wo die Geldpolitik aber leider dagegen gearbeitet hat. Also in der Bundesbank gab es in den 70ern ja schon eine monetaristische Revolution, also da monetaristische Wende. Da hat sich ja schon hinter den Kulissen was gewandelt, was dann in den 80er Jahren dann durch die Regierungsübernahme von Helmut Kohl auch im Bundeskanzleramt eingeschlagen ist. Also Ja, wobei kann man es am besten zusammenfassen. es gibt auch Stimmen, die sagen, schon bei Helmut Schmidt gab es da eigentlich schon eine gewisse Wende. Aber das heißt, ich will mal sagen, die soziale Marktwirtschaft nach altem Schlage, das ist das, was du bevorzugst oder das, was dir wieder vorschweben würde. Also ich denke, es geht auch darum, dass das einfach die, ich will mal sagen, Produktivitätssteigerung letztlich auch in allen Schichten ankommt. Und das, was wir ja doch in den letzten Jahrzehnten sehen, zumindest nach meiner Wahrnehmung, ist, dass zwar nach wie vor es im Prinzip Produktivitätssteigerungen gibt, aber deren Dividende eigentlich nur noch der Oberschicht zugutekommen. Oder würdest du das, teilst du diese Einschätzung, oder? Ja, Das teile heißt, ich zu 100%, ja. in der Gegenwart ist es eigentlich so, dass die jungen Leute von Glück sprechen können, wenn sie das soziale Niveau der Eltern halten, ja, obwohl eigentlich der technische Fortschritt jetzt nicht unbedingt in den Rückwärtsgang eingelegt hat, ne? Ja. Gut, das heißt, du siehst also, ich denke, das ist jetzt auch keine sehr exotische Sichtweise, dass wir in den 80er Jahren einen grundlegenden Wandel der ökonomischen Verhältnisse beobachten können, vor allem auch von der betriebenen Politik, weg von, ich will mal sagen, an Realwirtschaft orientierter Wirtschaftspolitik hin auf eine stärker durch die Interessen der Finanzmärkte gesteuerte Wirtschaftspolitik. Würdest du diese Einschätzung teilen? Ja, dazu muss man noch sagen, dadurch, dass die großen Vermögen so stark gewachsen sind, gab es natürlich mehr Vermögen, was sich plötzlich an den Finanzmärkten Anlagemöglichkeiten gesucht hat. Das heißt, es liegt jetzt nicht nur an den Deregulierungen, sondern die extreme Vermögensungleichheit, die wird da auch einen Teil zu beigetragen haben. Okay. Ja, kommen wir noch gleich darauf zu sprechen. Vielleicht kommen wir jetzt noch mal auf das, was von dir angestrebt wird. Also soziale Marktwirtschaft ist der Begriff. Wie würdest du das ein bisschen näher umschreiben? Also was kennzeichnet das? Ja, also wir leben ja in einer sozialen Marktwirtschaft. Also diese ganz, ganz extreme, also Planwirtschaften, okay, die gab es tatsächlich, aber ganz freie Marktwirtschaften, also ohne Staat oder nur mit einem Nachtwächterstaat, die gibt es ja sowieso nicht. Also eine Marktwirtschaft hat immer eine gewisse Staatsbeteiligung und so gesehen sind alle Marktwirtschaften, wenn man da jetzt ganz streng analytisch drangeht, sind alle Marktwirtschaften mehr oder weniger soziale Marktwirtschaften. Es lässt sich gar nicht verhindern, dass der Staat in die Wirtschaft interveniert und dafür einen gewissen sozialen Ausgleich sorgt. Ja, und
Ich fand, dass der Staat das in den, ja, von den 50er bis in die 70er Jahre wesentlich besser gemacht hat als heute. Die Löhne sind entsprechend der Produktivität gestiegen. Die Renten wurden erhöht. Das Rentensystem, hast du ja schon angesprochen, wurde von Adenauer in seiner heutigen Form ja eingeführt mit der umlagefinanzierten Rente. Das wurde dann unter Gerhard Schröder wirklich massiv zusammengekürzt. Also das ist, glaube ich, der Bereich, wo der stärkste Sozialabbau stattgefunden hat. Dann hatten wir in den 1970er Jahren, als BAföG eingeführt wurde, noch ein höheres BAföG als heute. Also das hätte ich wirklich nicht geglaubt. Das BAföG ist real um ungefähr ein Viertel gesunken, seitdem es eingeführt wurde. Also ja, wir erleben so einen Sozialstaatsabbau und den würde ich halt gerne umkehren. Und halt bei den Löhnen, dass die eben nicht mehr entsprechend der Produktivität steigen, sondern dass die Löhne langsamer bis gar nicht wachsen. Also kommt jetzt auch an, Die welchen Zeitraum Reallöhne, man sich ne? da ansieht. Aber und wir sehen, dass die hohen Löhne wesentlich stärker wachsen als die niedrigen Löhne. Also die ganz hohen Löhne, die sind seit 1990 wirklich stattlich gestiegen. Also die hatten ihren Anteil an der Produktivitätssteigerung. Die niedrigen Löhne, also die von den unteren 20%, die sind so gut wie überhaupt nicht gestiegen, beziehungsweise jetzt durch die starken Preissteigerungen, also durch die starken Preissteigerungen. Ich habe jetzt noch keine aktuelle Statistik gesehen, aber das wird man in den Statistiken in ein paar Jahren wahrscheinlich sehen, wenn die rauskommen. Dann wird man da wirklich deutliche Reallohnverluste für die ärmeren 20, 30% sehen. Also seit 1990, also 3 Jahrzehnte ohne realen Wohlstandsfortschritt für einen ganz breiten Teil der Bevölkerung. Jetzt ist es natürlich das eine, ein frommer Wunsch, in die gute alte Zeit zurückkehren zu wollen. Das andere ist aber, man muss sich doch auch erklären, wie kam es eigentlich zu diesem Wandel? Also wenn man, weil das hat sich ja, das ist ja eine Sache, die jetzt nicht nur auf Deutschland beschränkt ist. Das haben wir ja eigentlich in so ziemlich allen westlichen Staaten diesen Wandel. Also zumindest in Nordamerika, in Großbritannien kann man das ja, denke ich, auch ausmachen. Und wie erklärst du dir, dass praktisch dieses alte Modell der sozialen Marktwirtschaft dann auf die Weise sich verändert hat? Ja, also diese sozialdemokratische Wirtschaftspolitik, die wir überall gesehen haben, die ist ja mehr oder weniger ein Ergebnis der Weltwirtschaftskrise. In den USA wurde das schon unter Franklin D. Roosevelt mit dem New Deal eingeführt und in Europa dann schließlich erst in der Nachkriegszeit, also mit dem Sieg der Alliierten. Und da mussten die Europäer halt, um ein attraktives Gegenmodell zur Sowjetunion zu bieten, möglichst der Bevölkerung ein gutes soziales Angebot machen. Also das kann eine Rolle gespielt haben, dass man damals noch einen Kalten Krieg hatte und deswegen, also quasi sich in der Systemkonkurrenz befand und deswegen versuchen musste, einen möglichst breiten Anteil an der Bevölkerung an den Wohlstandszuwächsen zu beteiligen. Also, und wie gesagt, das ist die Erfahrung der Weltwirtschaftskrise. Also diese sozialdemokratische Politik, die wurde zuerst in den USA gemacht und ab dem Zweiten Weltkrieg dann auch in Europa und das sehr erfolgreich. Also wenn man sich die Wachstumsraten, die Produktivitätszuwächse anguckt, die waren nicht dann am höchsten, als der Kapitalismus eingeführt wurde. Die waren auch nicht in den letzten Jahrzehnten, jetzt mit Digitalisierung und allem am höchsten. Die waren am höchsten, als eben diese Wirtschaftspolitik gemacht wurde. Also in den USA in den 40ern, 50ern und 60ern und in Europa in den 50ern, 60ern und 70ern. Also in Europa hat sich das alles um ein Jahrzehnt verschoben durch den Zweiten Weltkrieg. Ja, wobei man das jetzt nicht ausschließlich, denke ich, auf jetzt sozusagen sozialdemokratische Parteien auch beschränken kann. Soweit ich weiß, war in Frankreich in 60er, 70er Jahren ja durch de Gaulle und die dann nachfolgenden Regierungen, die seine Politik weiterverfolgt haben, auch sehr in wirtschaftspolitischer und sozialpolitischer Hinsicht sehr erfolgreich, ne? Also das ist so gesehen schon auch ein lagerübergreifendes Phänomen gesehen, oder siehst du das anders? Wie würdest du Frankreich einschätzen in den 60er und 70er Jahren? Absolute Zustimmung. Ich habe auch sozialdemokratische Politik gesagt und nicht sozialdemokratische Parteien. Und in Frankreich, da sehen wir tatsächlich, wie die Ungleichheit nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal wieder, also das ist ein ganz interessantes Phänomen in Frankreich, dass die da nach dem Zweiten Weltkrieg sogar erstmal wieder ein bisschen angestiegen ist, also dass das da eine ja, wirtschaftsliberalere Politik gab als in anderen europäischen Ländern, obwohl es da auch starke planwirtschaftliche Elemente gab. Also es ist immer ein bisschen widersprüchlich, aber die Einkommenshierarchie, die ist in Frankreich erstmal gestiegen und dann ab den 70er Jahren ist sie wieder kleiner geworden. Bis zur Anfangszeit von Mitterrand, also es wurde auch mit starken Mindestlohnerhöhungen, also systematisch wurden da niedrige Löhne erhöht und so hat man dann quasi die Lohnhierarchien wieder verringert, nachdem sie nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal wieder angestiegen waren. Also das ist in jedem Land ein bisschen unterschiedlich. Also, Also ich hab mal Folgendes gemacht. Ich habe mir mal den Gini-Koeffizient der Einkommensungleichheit
angeschaut und habe geschaut, wie haben die sich jeweils verändert bei den westlichen Staaten und welche Parteien, welcher Couleur waren an der Macht, ja. Und mein Ergebnis war, dass es eigentlich nicht das Ergebnis war, wie man es vielleicht erwartet, nach dem Motto, wenn eine linke Regierung regiert, dann nimmt die Ungleichheit ab und wenn eine konservative Regierung regiert, dann nimmt die Ungleichheit zu. Also diesen einfachen Zusammenhang gab es nicht, sondern es war tatsächlich so, dass also praktisch die bezogen auf den Gini-Koeffizient erfolgreichste Regierung tatsächlich Frankreich in den 60er und 70er Jahren waren und aber die, wo sich die Ungleichheit am stärksten zugenommen hat, Großbritannien in den 80er, 90er, also unter Thatcher. Das heißt, In Thatcher und die. den 60er und 70er Jahren hast du gerade gesagt. Ja, Da hat genau. die Ungleichheit am stärksten. Ja, genau, in den 70ern hat Frankreich den Mindestlohn so stark hochgetrieben. In den 50ern hat sie erstmal wieder zugenommen. Also Ja, das naja, war also das war, das. 50er hatten wir ja auch eine Krisenzeit in Frankreich. Das ist also erst mit der 5. Republik wurden dann ja die Verhältnisse halbwegs geordnet und dann hat auch die Industriepolitik begonnen. Also das war ja die goldenen Jahrzehnte in Frankreich, in denen dann auch durch eine starke Industriepolitik Frankreich substanziell modernisiert wurde. Und das war ja, wenn auch nicht jedes dieser industriepolitischen Projekte in Erfolg war, so war es doch unterm Strich. Hat das Frankreich sehr gut getan und gilt heute noch in Frankreich eigentlich als die goldenen Jahrzehnte, ne? 60er, 70er Jahre. Also Stichwort Airbus, TGV, Atomkraft und so weiter. Also durch den Zweiten Weltkrieg oder beziehungsweise schon davor hatte Frankreich ja so ein bisschen den Anschluss verloren, technologisch gesehen. Und das hatte man dann eben durch diese Kampagne, durch diese industriepolitischen Kampagnen eben aufgeholt. Und das war eine. Ich will mal sagen, an der Realpolitik orientierte Wirtschaftspolitik, die sich tatsächlich dann auch in einem breiten Wohlstandszuwachs ja auch geäußert hat, ne? Und das hat aber für mich dann gezeigt, diese Analyse, dass praktisch dieses klassische Denken oder dieses klassische Lagerdenken in sozialpolitischer Hinsicht gar nicht unbedingt so das ist, was man erwarten würde. Ja, also insbesondere ist es nicht zwingend so, dass ja, wie ich gesagt habe, also dass eine linke Politik automatisch zu mehr Gleichheit führt oder eine konservative Regierung automatisch zu mehr Ungleichheit führt, sondern jetzt speziell im Fall von de Gaulle und Thatcher haben wir zwar das gleiche Label draufstehen, irgendwie konservativ oder liberal-konservativ, trotzdem ist die Wirkung, die sozialpolitische Wirkung völlig entgegengesetzt, ne? Ich habe ja auch von sozialdemokratischer Politik und nicht sozialdemokratischen Ja, Parteien gesprochen. hat Das man. hatte schon eben den Grund, den du da beschreibst. Also es war relativ egal, welches Lager an der Macht war. Es war ja in Deutschland nicht anders. Unter Adenauer das Lastenausgleichsgesetz, das war eine Vermögensabgabe von, ich glaube, 50% waren das. Und sowas fordert heute nicht mal mehr die Linkspartei. Ja, gut, Also das war natürlich der noch auch unter den Eindruck des verlorenen Krieges und den Verwerfungen durch die Vertriebenen. Das ist, glaube ich, auch dadurch motiviert. War natürlich auch eine Sondersituation. Ja, also. Ja, trotzdem, man hätte auch die Mehrwertsteuer erhöhen können. Ja, das Das stimmt hat man schon. ja, Das, was dann die gab Merkel es damals gemacht noch hat. nicht, Ja, also diese ja. Vorsteuern von der Mehrwertsteuer. Also Mehrwertsteuer wurde ja erst von Brandt eingeführt. Ja. Okay. Gut, jetzt hast du gesagt, mehr oder weniger leben alle Staaten in der sozialen Marktwirtschaft. Trotzdem ist das, was wir heute als soziale Marktwirtschaft haben, ja doch deutlich verschieden von dem, wie man das in den 70er Jahren ausgebaut hat. Oder würdest du das so einschätzen? Ja, also ich finde diesen Begriff soziale Marktwirtschaft, das habe ich ja vorhin schon erklärt, analytisch nicht sonderlich sinnvoll, weil jeder Staat irgendwie in die Wirtschaft intervenieren muss, weil es anders im Kapitalismus nicht geht. Und ja, da jetzt alle Länder mit einer bestimmten Wirtschaftspolitik oder mit einem bestimmten Staatsanteil dann unter dem Begriff soziale Marktwirtschaft zu subsumieren, das kann man machen, das halte ich aber nicht für sonderlich sinnvoll. Also der Begriff. Ja, der, wie gesagt, passt eigentlich auf alle Marktwirtschaften. Da ist so komplett freie Marktwirtschaften mit Nachtwächterstaat oder ganz ohne Staat oder was es auch immer für verrückte Ideen gibt, dass es die in der Realität sowieso nicht gibt. Jetzt nennst du dich aber Agitator der sozialen Marktwirtschaft. Damit meinst du ja was, ne? Und wie würdest du das charakterisieren, wofür du agitierst? Oder wie? Ja, halt für eine bessere Wirtschaftspolitik, für eine andere Wirtschaftspolitik. Und glaubst du, man könne einfach durch bestimmte Maßnahmen das Ruder rumreißen oder gibt es systematische Zwänge, die sozusagen uns daran hindern, eine andere Politik zu haben? Ich hoffe, dass man das Ruder rumreißen kann. Also
Wir haben das ja gesehen. Die Wähler haben ja, nachdem diese neoliberale Politik sich unbeliebt gemacht hatte, in vielen Ländern wirklich sozialdemokratische Parteien an die Macht gewählt. Also in Großbritannien Labour, in Deutschland die Sozialdemokraten. Und ja, in Frankreich haben die Wähler ja sogar Mitterrand an die Macht gewählt, also in den 80er Jahren schon. Aber selbst dort hat diese neoliberale Politik trotzdem begonnen, wesentlich abgeschwächter, aber dadurch, dass die anderen EU, die an EU gab es ja damals noch nicht, die anderen europäischen Staaten so einen Druck auf Mitterrand ausgeübt haben, auch sehr ja, eine Wende hin zu Austeritätspolitik, hin dazu, dass er die Verstaatlichung stoppt und alles. Also selbst da ist eine Wende bewirkt worden, ohne dass die Wähler da großen Einfluss drauf gehabt hätten. Also die sozialdemokratischen Parteien wurden immer wieder an die Macht gewählt, wie gesagt, in den 80er Jahren in Frankreich Mitterrand, und dann in den 90er Jahren in Großbritannien Labour, Deutschland die Sozialdemokraten. Das hat nicht zu einer sozialdemokratischen Wende geführt, sondern ganz im Gegenteil. Also in Deutschland mit der Agenda 2010 sogar den größten Sozialabbau, den wir in der bundesrepublikanischen Geschichte gesehen haben. Also ich hoffe, dass es anders geht. Ich hoffe, dass nochmal eine andere sozialdemokratische Partei kommt, die wirklich eine bessere Politik macht. Aber bisher gibt uns die jüngere Geschichte da eher Anlass, pessimistisch zu sein. Ja, also wenn ich das mal interpretieren sollte von meiner Warte aus, ich sehe halt einen ganz entscheidenden Faktor, dass im Grunde genommen ja, das Volumen der Kapitalmärkte einfach in den letzten Jahrzehnten immer weiter zugenommen hat, damit letztlich auch die Macht, die aus dieser Sphäre auf die Wirtschaft sich ergibt. Und das sehen wir eben, dass man eben weg von einer an der Realwirtschaft orientierten Wirtschaftspolitik hin zu einer an den Finanzmärkten orientierten Politik übergegangen ist. Und was sich ohne wirklich gravierendste Einschnitte im Bereich der Finanzmärkte eigentlich nicht beseitigen lässt. Also jetzt versuchen einfach was weiß ich, Sozialausgaben zu erhöhen. Ich glaube, das wird langfristig das Problem nicht lösen können. Also das heißt, für mich sind es schon auch systemische Zwänge, die diesen Wandel eigentlich im ganzen Westen irgendwo herbeigebracht haben, wo, wenn man so will, der Betriebsmodus der Marktwirtschaft sich grundlegend verändert hat. Und man müsste da nach meinem Verständnis auch an die Wurzel gehen. Da muss man die Frage nach dem Geldsystem stellen, etc. Es ist ja auch, Anfang der 70er Jahre wurde ja auch das Bretton-Woods-System aufgegeben. Also das ist sicherlich hier auch ein wichtiger Markstein. Da müsste man, wie ich meine, sehr substanziell unsere Ausprägung der gegenwärtigen Finanz Wirtschaft und des internationalen Finanzsystems auch in Frage stellen. Sonst wird man das, glaube ich, nicht lösen können. Das wäre meine persönliche Einschätzung. Siehst du das ähnlich oder? Dafür musst du erst mal sagen, was meinst du mit ans Geldsystem gehen? Naja, also speziell glaube ich, dass halt dieses Fiat-Geldsystem, so wie wir es bei uns haben, mit der ungedeckten Geldschöpfung, dass das eigentlich prädestiniert dafür ist, dass die gesamtvolkswirtschaftliche Verschuldung immer weiter anwächst und auch anwachsen muss. Ja, weil sozusagen ohne Neukredite im Grunde genommen die Realwirtschaft trockenlaufen würde, ne? Also sofort in die Deflation gehen würde. Für mich ist da ein systemischer Zwang drin, der letztlich auch die Veränderung der letzten Jahrzehnte irgendwo mitbewirkt und erzwungen hat, ja. Das heißt, die systemischen Zwänge waren so stark, dass man da sozusagen mit rein politischen Mitteln eigentlich nicht dagegen anhalten konnte, ja. Und es gibt ja Alternativvorschläge wie, was weiß ich, 100% Money oder so, ja. Muss dazu sagen, ich bin auch kein Vollexperte, ich sehe das mehr so ein bisschen aus meiner Physikerbrille als ein dynamisches System, wo sozusagen gewisse Wachstumsmechanismen einbeschrieben sind, die ich als problematisch ansehe. Wir haben diesen exponentiellen Wachstums-, aber auch Verschuldungszwang, aber wir haben eigentlich keinen wirksamen Gegenmechanismus. Zumindest hat man das jetzt, sehe ich das jetzt nicht wirklich, ne? Und da stelle ich mir halt die Frage, ob man ein grundlegend besseres System nicht konstruieren könnte. Ne? Mit der Randbedingung, wie müsste ein solches System au aussehen, sodass es dauerhaft stabil sein kann? Weil das sehe ich zurzeit nicht, dass es sozusagen dauerhaft ohne substanzielle Verwerfungen stabil sein kann.
Also das sehe ich anders. Also du kannst doch, also dass die Verschuldung immer weiter steigen muss, das ist ja nicht die Schuld unseres Fiat-Geldsystems. Also wenn ein Unternehmen investieren will, dann muss es einen Kredit aufnehmen. Und wenn es Kredit aufnimmt, dann verschuldet es sich. Wenn der Staat Ausgaben tätigen will und dafür nicht die Steuern erhöhen will, dann muss er, also dann muss er Staatsanleihen ausgeben. Das heißt, dass die Verschuldung immer weiter steigt, das ist ja eine Folge der immer weiter steigenden Vermögensungleichheit. Also die Schulden auf der einen Seite sind auf der anderen Seite Vermögen. Also wenn Ja, jemand einen natürlich, Kredit ja. aufnimmt bei der Bank, dann steht ihm eine Vermögensposition gegenüber. Und wenn du Aber Schulden abbauen willst, dann musst du erstmal Vermögen abbauen. das ist ja, was wir sehen, dass also praktisch die Volumen der Finanzmärkte in den letzten Jahrzehnten, also der Faktor, ich will mal sagen, zwischen Volumen der Finanzmärkte und Volumen der Realwirtschaft, das hat sich ja immer stärker zugunsten der Finanzwirtschaft verschoben, ne? Also ich glaube, irgendwie allein schon das Gesamtvolumen der Derivatmärkte ist 11-mal größer als der Realwirtschaft, ne? Und das heißt, es gibt sozusagen Mechanismen, die Geld aus der Realwirtschaft, die Gewinne, wenn man so will, ja, aus der Realwirtschaft auf die Seite der Kapitalmärkte bringen. Aber es gibt eigentlich keine ähnlich stark wirksamen Rückführungsmechanismen, ja. Ja, ja. Und Also deswegen haben es, wir ja diese Situation, ja. ja, da muss man die Finanzmärkte teils besser regulieren. Also es gibt manche Sachen, die könnte man sofort verbieten oder die Bedingungen so stellen, dass sie nicht mehr möglich sind. Carry Trading beispielsweise. Also Spekulationen mit Währungen. Also es gibt keinen Grund, warum man Geld damit verdienen sollte, dass man hohe Kredite in irgendeiner niedrigverzinsten Währung, sei es in Yen, sei es in Schweizer Franken, sucht ihr irgendwas aus, wo die Zinsen niedrig sind, dass man da einen Riesenkredit aufnimmt, das dann in argentinische Pesos oder türkische Lira eintauscht und da dann, also die türkische Lira kassiert man gerade nicht mal hohe Zinsen, aber dann in dieser anderen Währung hohe Zinsen kassiert. Und dadurch quasi Geld aus der Realwirtschaft dieser Länder absaugt. Das stimmt schon. Das ist wirklich, also das ist eins dieser gefährlichsten Phänomene, weil das auch für systematisch falsche Preise auf den Währungsmärkten sorgt. Und das dafür sorgt, dass gerade Schwellenländer mit chronisch zu hohen Zinsen auch chronisch zu überbewertete Währungen haben. Also das sind große Probleme. Also dass die Finanzmärkte Geld aus der Realwirtschaft absaugen. Ja, und auch gerade das, also das ist auch ein Kritikpunkt, den ich jetzt schon lange so sehe, warum man eigentlich nicht sagt, also Währungen müssen schon flexibel sein, also sozusagen Währungskurse dauerhaft stabil zu halten, halte ich für einen falschen Ansatz. Das wird immer auch zu Verzerrungen führen. Aber dass man sozusagen diese völlig freien Wechselkurse, ja, dass man schaut, dass man zwar dynamische, aber trotzdem nicht beliebige Wechselkurse hat, ne? Und die man, dass auch die Wechselkurse nur im Rahmen der Kaufkraftunterschiede tatsächlich dann auch aneinander angepasst werden und nicht völlig frei anpassbar sind, weil durch die Verzerrung dann eben Gewinnmöglichkeiten sich bieten, die dann im Endeffekt dann in eben so katastrophalen Währungszusammenbrüchen dann auch münden. Ne? Das ist ja dann immer, wenn dann mal wieder von irgendeinem Schwellenland plötzlich die Währung ins Bodenlose fällt und die Bevölkerung verarmt. Und ich meine, das heißt dann immer auf der anderen Seite entstehen irgendwelche Milliardengewinne. Ne? Das haben wir ja schon jetzt gerade in den letzten Jahrzehnten mehrfach gesehen. Ich glaube, Argentinien war ja da mehrmals Opfer von solchen Entwicklungen, aber auch in anderen Ländern. Ich meine, Türkei, gut, das ist noch ein bisschen anderer Fall. Da ist, glaube ich, auch tatsächlich Schindluder mit der Zentralbank betrieben worden. Aber ja, das sehe ich dann im Grunde genommen ganz ähnlich. Ja, also wo man sagt, es gibt sozusagen freie Märkte, sind kein Selbstzweck, so möchte ich das mal sagen, ja. Sondern letztlich ist es eine politische Gestaltung notwendig, die sagt, was wollen wir am Ende des Tages gesamtgesellschaftlich und gesamtökonomisch haben? Was heißt Prosperität für möglichst viele Beteiligte, ja. Und das muss dann ein Stück weit auch politisch eingehegt werden. Und da haben wir uns, glaube ich, schon in den letzten Jahrzehnten mitunter ganz schön über den Tisch ziehen lassen, ne? Ja, du hast da gerade ein wichtiges Wort gesagt, nämlich Kaufkraft. Die Währungen müssen sich an ihre entsprechende Kaufkraft anpassen. Also erstmal sollte man dafür sorgen, dass Währungen so stark sind, dass sich jedes Land an seine eigenen Verhältnisse anpasst. Das ist ja auch eigentlich die Aufgabe des Devisenmarktes, dafür zu sorgen, dass jedes Land weder Leistungsbilanzüberschüsse noch Leistungsbilanzdefizite macht. Kein Land kann es sich dauerhaft leisten, also es sei denn, das hat jetzt vielleicht die Weltleitwährung wie die USA, aber kein Land kann es sich eigentlich dauerhaft leisten, Leistungsbilanzdefizite zu machen und sich gegenüber dem Ausland immer weiter zu verschulden. Und deswegen sollten Devisenmärkte dafür sorgen, dass
die Leistungsbilanz annäherungsweise ausgeglichen ist. Hm. Und da kann man halt Wechselkurse eben so festlegen, dass eben genau das der Fall ist. Und wenn man erstmal solche guten Wechselkurse gefunden hat, dann muss man sie danach immer nur an die Inflationsdifferenzen anpassen, also an die Genau, Veränderung der ja Kaufkraft der genau. jeweiligen Währung. Dann hat man vernünftige Wechselkurse, die keine Ungleichgewichte entstehen Ja, lassen. die irgendwie, was Also weiß das ich, wäre dann ein System fester, flexibler Wechselkurse. Also was weiß ich, monatliche Anpassung der Kurse entsprechend der Kaufkraftentwicklung, sowas in der Art, ne? Ja. Ja, genau. Okay, aber ich fürchte, für derartige Fragen gibt es im heutigen politischen Klima wenig Hörer. Also wenn ich das, wenn ich mal so denke, was eigentlich so die Medien beherrscht, dann sind das doch viele Fragen, aber solche hört man kaum, ne? Oder wie nimmst du das wahr? Gar nicht. Also wann hast du mal eine Tagesschau geguckt oder irgendein Politmagazin und da wurde mal Carry Trading erklärt? Also was Hm. ich gerade ganz kurz erklärt habe, das kann man ja auch relativ schnell machen. Das Prinzip ist ja auch nicht sonderlich kompliziert. Ja. Also die könnten auch Ökonomen einladen, die das erforscht haben, die das auch gut erklären können. Vor allem die UNCTAD, die beklagt das ja schon seit über 20 Jahren und tut sich einfach nicht. Also die Organisation der Vereinten Nationen für Wachstum und Entwicklung. Ah, Die okay, ja, beklagt das seit verstehe. über 20 Jahren und es passiert nichts. Also es wird auf der großen Bühne eigentlich diskutiert. Es ist den Ökonomen da auch völlig klar, zumindest die, die sich damit beschäftigen. Aber es kommt im breiten öffentlichen Diskurs nicht an und da müsste es ankommen, wenn es zu irgendwie politischen Veränderungen führen sollte. Jetzt ist das, was du sagst, ja eigentlich, die, also wenn man so sagen, die, eine Kritik an den bestehenden ökonomischen Verhältnissen ist ja eigentlich traditionell, dass die Domäne der politischen Linken, ja, was ist denn mit der politischen Linken los? Warum hört man da aus der Hinsicht kaum etwas? Also zumindest nehme ich da kaum etwas wahr, ne? Also sollte man auch eigentlich meinen, dem Selbstanspruch der politischen Linken müsste es doch sein, da genau den Finger in die Wunde zu legen. Ich könnte jetzt mal fragen, welche politische Linke denn? Na, reden wir von der Linkspartei beispielsweise, ne? Ja, das ist. Also, da gibt es einige Politiker, die tatsächlich diese zentralen Zusammenhänge mit Kaufkraft, also was ich gerade mit Carry Trading erklärt habe, du hast ähnliche Zusammenhänge ja auch innerhalb einer Währungsunion, dass sich da auch da jedes Land an seine Verhältnisse anpassen muss, da halt nur über Konvergenz-Inflationsraten und nicht über Wechselkursanpassungen. Also da hast du Politiker, die in der Linken, die das verstanden haben. Also beispielsweise La Lafontaine, der hat zur Zeit der Eurokrise eine wirklich geniale Rede über die Eurokrise entstanden ist gehalten. Er hat das in 5 Minuten abgehandelt und erklärt. Und die CDU-Abgeordneten, die haben alle noch beschimpft. Aber ja, nach La Fontaine ist da nicht mehr viel Sinnvolles gekommen. Also jedenfalls meinem Eindruck nach. Es gibt natürlich immer einzelne Politiker, die haben ein gutes Verständnis, wie Fabio Di Masi. Ja, aber es sind halt nur einzelne Politiker. Das ist halt ja irgendwie in dieser Partei nicht hegemonial. Und in jüngster Zeit, da ist dann auch diese Identitätspolitik immer bedeutender geworden und manche Akteure haben das auch gezielt benutzt, um die Linkspartei zu spalten. Ja, also ganz ehrlich, also wenn du da meine persönliche Einschätzung hören willst, also mein Labeling für ich nenne ihn mal Neoprogressivismus, ist ja Vulgärsozialismus, das ist also das, was man so als Woke nennt, ja, weil den Begriff Woke halte ich für relativ sperrig und auch wenig, ich will mal sagen, ja, für höhere Textgattungen nicht so gut geeignet, ja. Deswegen habe ich da für mich den Begriff Vulgärsozialismus geprägt. Aber mir kommt das so vor, dass es durchaus im Interesse der herrschenden Klassen ist, dass diese Form von Progressivität im linken Lager um sich greift, eben weil damit eigentlich der Kern der ökonomischen Fragen oder der ökonomischen Kritik eigentlich beseitigt wird. Also, und vor allem muss man auch leider Gottes sagen, diese Identitätspolitik führt ja allzu oft nur dazu, dass sich praktisch die Bevölkerung der 90 oder 95% gegenseitig beschämt, bekriegt und so weiter, ja. Was ich ja eine ganz fatale Entwicklung finde, was dann für mich eigentlich nach dem klassischen Verständnis von Linkssein überhaupt nichts mehr damit zu tun hat, ja. Also wenn vor allem die Mehrheitsbevölkerung ein Problem mit sich hat, ja, sei es Männer gegen Frauen, sei es irgendwie Einheimische versus Migranten und so weiter, ja, da geraten dann doch diejenigen, die am ehesten eigentlich im Fokus der Kritik stehen sollten, nämlich die ökonomischen Eliten und die politische herrschende Klasse, eigentlich aus dem Fokus, ne? Ja,
Das ist wirklich sehr wichtig, dass das genutzt wird, um die Linke systematisch zu spalten und von den wichtigen Themen abzulenken. Das ist nicht erst ein neues Phänomen. Es gab tatsächlich in den, ja, das war von den 50er und 60er Jahren, war der Kongress für kulturelle Freiheit sehr aktiv. Der hat die Linke immer mehr in Richtung Fragen, ja, damals gab es noch nicht diese moderne Identitätspolitik, aber weg von Fragen des Ökonomischen hin zu Fragen des Umweltschutzes, hin zu Fragen der Kultur, hin zu, ja, Fragen, die halt bloß nichts mit Ökonomie zu tun haben und die bloß die marxistische Linke schwächen und perspektivisch auch die sozialdemokratische. Ich meine, auch das ist ja passiert. Wir haben ja gesehen, dass sich eine Regierung wie Gerhard Schröder dann, also das war dann wesentlich später, aber das sind die Auswirkungen dieses Handelns, dass sie sich als progressiv geben konnte, obwohl sie eine absolut neoliberale Politik gemacht hat, weil sie vielleicht das Ausländerrecht ein bisschen verändert hat und keine Ahnung, ein paar Frauen mehr im Kabinett hatte. Also das ist ja wirklich das, was dem Volk dann verkauft wurde. Und das sehen wir aktuell auch. Also die Regierung macht eine absolut neoliberale Politik. Die Reallöhne stürzen so stark ab wie seit Jahrzehnten nicht. Und gleichzeitig wird uns so ein tolles Selbstbestimmungsgesetz vorgesetzt, was uns jetzt allen die Freiheit gibt, einmal im Jahr unser Geschlecht zu wechseln, wenn wir uns doch von unserem Lohn nichts kaufen können. Ja, aber Also ich finde das auch, also absolut. man fokussiert sich auf Minderheiten, ja, was ja dann auch immer irgendwo den Subtext hast, naja, die nicht dann in der Minderheit sind, deren Belange sind irgendwie nicht interessant. Du bist nicht in der Minderheit, ja, dann hast du nichts zu sagen, ne? Aber das ist dann im Grunde genommen, was sozusagen, ich will mal sagen, das untere zwei Drittel der Gesellschaft in sozialer Hinsicht wird damit ja sozusagen aus dem Spiel genommen, aus dem Diskurs genommen, ja. Also die spielen dann ja keine Rolle mehr, solange es dann nur irgendwie Toiletten fürs dritte Geschlecht gibt, dann sind wir ja schon progressiv, ne? Also das ist auch, finde ich, ein Taschenspielertrick. Und es ist jetzt keine Verschwörungstheorie, was ich hier vertrete. Man kann das meines Erachtens auch wirklich institutionell belegen. Beispielsweise gibt es den Think Tank Institute for Strategic Dialogue, wo man klar sieht, dass das gewissermaßen die vulgärsozialistische Agenda hier gewissermaßen gepusht wird durch dieses Institut. Aber dann schaut man sich, wer in dem Board sitzt, dann sind das gar keine, nicht diejenigen, die man jetzt irgendwie als links einordnen wollte. Da steht dann ein Theodor von zu Guttenberg oder ein Roland Berger sind dann im Board oder das stell dich ein des englischen Adels. Also nicht die Player, die man jetzt linken Asterkreisen irgendwie für progressiv halten würde, ja. Und dort wird dann sozusagen dieses neoprogressiv-vulgärsozialistische Narrativ in die Welt getragen, durchaus nicht ohne Einfluss. Also immer wieder wird auch in den deutschen Medien dieses Institut auch zitiert in einer meinungsführenden Hinsicht, ja, wo man meines Erachtens ganz klar nachweisen kann, anhand dieser speziellen Institution jetzt, wie hier Einfluss genommen wird und wie sozusagen der Fokus auf diese ganzen Minderheitenprobleme, identitätspolitischen Probleme gelenkt wird, ja, um sozusagen, ich glaube, substanzielle Kritik an den ökonomischen Verhältnissen auch zu, ich will nicht sagen zu tabuisieren, aber zumindest zu verdecken, ne? Ja, Hauke Ritz hat da vor einiger Zeit einen schönen Aufsatz geschrieben, der heißt Die künstliche Kultur oder wie das Endspiel Europa begann. Da zeichnet er systematisch nach, wie die USA die Kulturpolitik in Europa so beeinflusst haben, dass eben mehr hin zu diesen Kulturfragen, mehr hin zu diesen Identitätsfragen und weg von den ökonomischen Fragen ging. Also, dass sie bestimmte Wissenschaftler gefördert haben, eben über diesen Kongress für kulturelle Freiheit, während des Zweiten Weltkrieges, um den Marxismus und damit auch indirekt die Sowjetunion zu schwächen. Also das ist schon länger der Fall. Und wie du es gerade gesagt hast, natürlich sind ähnliche Institute bis heute noch aktiv. Also, das Ja. ist definitiv so, dass das von oben mit unterstützt wird. Wobei ich gleich dazu sagen muss, jetzt den orthodoxen Marxismus halte ich auch nicht für die Lösung, ne? Also da, Nein, 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 darum geht es gar nicht. Es geht gerade darum, warum wurde so gehandelt, wie gehandelt wird und nicht, ist das jetzt die Lösung? Ich habe nicht gesagt, der Marxismus ist gut, weil da jetzt gegen gehandelt wurde. Okay, ich finde das, was da jetzt danach gekommen ist, jetzt nicht unbedingt besser als den Marxismus. Aber ich habe nicht gesagt, dass der Marxismus gut ist, aber dass er systematisch geschwächt werden sollte, eben um die Sowjetunion zu schwächen. Das war das strategische Interesse, das dahinter steckt. Darüber Ja, ich habe ich verstehe. jetzt Ja, weder okay, dieses strategische gut. Ja, Interesse noch okay. den Marxismus irgendwie bewertet. Ich habe nur beschrieben, was passiert ist. Naja, Das also war zumindest jetzt kann man den Marxismus nicht bewerten. zugute halten, dass er die ökonomischen Fragen stellt. Ob er sie dann richtig beantwortet, ist eine andere Frage, aber das ist sowieso so ein bisschen bei Marx das Problem, dass er bei den Antworten sehr viel weniger konkret ist als bei der Kritik, ne?
weswegen man natürlich dann auch alles Mögliche da reinlegen kann. Und natürlich ist Marx auch für sehr schändliche Sachen dann in Beschlag genommen worden. Da muss man auch nicht, ist ja auch unbestritten, ja. Sodass aber die Lage eigentlich doch relativ schwierig ist, wenn ich es mal so formulieren darf, ne? Was meinst du denn, was würdest du jetzt konkret dir erwarten oder was wäre notwendig in politischer Hinsicht, um hier, ich will mal sagen, eine Versachlichung auch der Sozialpolitik wieder herbeizuführen, um aus diesen ja doch mitunter sehr ja fast schon infantilen Diskussionen der Gegenwart rauszukommen? Wir müssen die alternativen Medien stärken. Also das machen wir beide ja durch diesen Talk. Wir vernetzen uns. Wir schaffen quasi eine Gegenöffentlichkeit und es braucht eine neue Partei. Also wenn es keine politische Vertretung dessen gibt, dann wird das irgendwann versanden. Also es gibt ja noch alte Sozialdemokraten, wenn man denen zuhört, die vernünftige Sachen sagen. Oskar Lafontaine, Klaus von Donani. Wenn man denen zuhört, also dann haben die vernünftige Konzepte, dann wissen die, wovon die reden. Außenpolitisch und bei Lafontaine jetzt auf jeden Fall auch wirtschaftspolitisch. Also diese Leute gibt es noch, aber die sterben mit der Zeit weg und ob da genug junge nachkommen, das wage ich mal zu bezweifeln. Auch da gibt es einige, also vielleicht kennst du ja den Kanal von Maurice Höfgen, Nee, kenne ich. aber ob das genug sind, ob das die kritische Masse ist, um dann wirklich eine Partei zu gründen, das ist zweifelhaft. Also die Zeit läuft auf jeden Fall dagegen. Ja. Ja gut, ich habe ja auch selbst sozusagen mich auf dem Felde der politischen Ideologie betätigt mit meinem Manifest der radikalen Mitte. Ist ja ein Versuch sozusagen, also es ist bei mir vor allem auch gegen diese Polarisierung geschrieben, ja, zwischen dem linksprogressiven und dem rechtskonservativen Lager, was ja speziell auch in den USA immer konfrontativer wird, was ich als sehr bedrohlich ansehe. Aber da bin ich sozusagen, da vertrete ich den Standpunkt eigentlich, wir müssen erstmal kulturell arbeiten und eine Parteigründung wird sich dann ergeben, wenn sich kulturell die Rahmenbedingungen dafür bereit sind, ne? Also ich halte es für kurzschlüssig gedacht, man müsse nur die richtige Partei gründen, weil eine Parteigründung sich dann sehr schnell auch verselbstständigen kann und dann im Grunde genommen von den bestehenden Machtstrukturen auch in einer Weise moderiert werden kann, dass es dann doch wieder ganz anders ausgeht, als man das geplant hat, ne? Sodass man eigentlich erst eine breite kulturelle Basis braucht, bevor man dann sagt, wir gründen eine Partei. Das wäre meine Einschätzung, ne? Ja, Ich aber würde es. sagen, die ökonomische Basis, die reicht schon. Also ich würde sagen, da braucht man keine kulturelle Basis. Also es gibt ja, wie gesagt, viele Menschen, die haben in den letzten 30 Jahren keine Reallohnzuwächse erhalten. Die sind auch von dieser Identitätspolitik ein bisschen genervt. Ein bisschen ist bei manchen vielleicht noch untertrieben und die sehen sich nach einer neuen linken Partei, die ihre Interessen vertritt. Also ich glaube, die Masse an Wählern, die gäbe es auf jeden Fall. Die Frage ist, ob es die Masse an Menschen gibt, die bereit sind, sich dann in so einer Partei wirklich zu engagieren. Also die sie nicht nur bei der Wahl ankreuzen würden, sondern die wirklich sich engagieren würden. Und ich glaube, diese Masse gibt es noch. Doch wie gesagt, es kann sein, dass die bald wegstirbt oder bald wirklich zu alt ist, um überhaupt noch parteipolitisch sich organisieren zu können. Jetzt haben wir ja in Deutschland die Möglichkeit, dass es bald eine Parteigründung gibt. Ich meine, ich spiel an auf das mögliche Projekt von Sarah Wagenknecht. Wie würdest du das einschätzen? Wäre das dann, wäre das, ist es ein Projekt, wo du Hoffnung hast oder siehst du doch was ganz anderes? Habe ich absolute Hoffnung. Also es gab ja schon berichtet, dass da Ulrike Gero mit beteiligt sein könnte und das wäre ein klarer Hinweis, dass das auf jeden Fall auch proeuropäisch wäre. Also dass jetzt nicht so eine linksnationalistische Partei ist, die sagt, so jetzt zerschlagen wir erstmal die EU und dann, also sowas Verrücktes, was da alles unterstellt wurde. Also über Wagenknecht wird ja in den Medien gerade viel Unsinn geschrieben, aber grundsätzlich habe ich dafür Hoffnung, dass das wirklich eine linke proeuropäische Partei ist, die sich aber gegen diese Identitätspolitik stellt, die sich gegen diesen allgegenwärtigen Transatlantizismus stellt und die ja endlich wieder dafür sorgt, dass außenpolitisch jetzt deutsche Interessen innerhalb eines vereinten Europa vertreten werden. Also jetzt nicht gegen dieses vereinte Europa, sondern innerhalb dessen und die sozialpolitisch dafür sorgt, dass endlich der Sozialstaat wieder ausgebaut wird, dass die Steuern für die Reichen wieder erhöht werden. Du hast es ja vorhin angesprochen, dass die Macht der Finanzmärkte beschränkt wird. Aber um jetzt mal davon wegzukommen, was meinst du mit radikale Mitte und Vulgärsozialismus? Ich glaube, diese Begriffe musst du mal definieren. Ja, okay, kann ich machen. Also radikale Mitte ist ja sozusagen mein politisch-ideologisches Hausgewächs. Radikale Mitte würde ich Folgendes definieren. Also jemand
kann sich der radikalen Mitte zugehörig fühlen, wenn er sich nicht eindeutig in einem der drei politischen Lager verortet, konservativ, liberal oder linksprogressiv, ja, der sagt, ich bin mal so, oder man muss das im Einzelfall abwägen. Und radikal heißt für mich auch auf kritische Distanz zur herrschenden Klasse gehen, also die bestehenden Verhältnisse kritisch zu beäugen, weil bei Mitte könnte man sagen, ja, vielleicht ist mittlerweile die Union eine mittige Partei, zumindest gibt es vom Führungspersonal derartige Äußerungen, ja, dass man sich eigentlich nicht mehr primär als konservativ versteht, ja, dann wäre es so diffus mittig, aber radikal verstehe ich eben auf, wie gesagt, kritisch die bestehenden Verhältnisse auch beäugen, zu sagen, wir haben substanzielle Probleme und unsere politische Klasse, es sieht nicht so aus, dass die diese Probleme auch angehen. Also das wäre für mich die Definition von radikaler Mitte, ne? Es ist darüber hinaus auch noch eine, ja, bisschen eine philosophische Grundhaltung, mit bestimmten Fragestellungen umzugehen, die aus diesen sehr polarisierten Diskursen herauskommt, ja, also dass diesem ganz scharfen Lagerdenken, ja, so Grundsätze wie Audiatur et altera pars würde ich hochhalten im Sinne der radikalen Mitte und auch, ja, zuzugestehen, dass eben Menschen unterschiedliche weltanschauliche Positionen haben, weil sie einfach unterschiedlich auch sind, ja, sodass also nicht zwingend mein eigener Standpunkt immer absolut zu setzen ist und so weiter. Also ich meine, ich habe das in dem Buch natürlich sehr viel detaillierter ausgeführt, nur um das jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Darüber hinaus glaube ich auch, dass wir eine philosophische Fundierung von Politik brauchen und Antworten auf Fragen, was ist der Mensch, was ist der Sinn des Lebens, nicht völlig ausgeklammert werden dürfen. Wenngleich natürlich diese 1:1 Politisierung, sag ich mal, von Weltanschauung immer ein bisschen problematisch ist, aber das ist auf jeden Fall etwas, wo ich auch für das 21. Jahrhundert wichtige, ja, Betätigungsfelder im politisch-gesellschaftlichen Diskurs sehe oder in der Kultur allgemein, ne? Das ist so ganz knapp zusammengefasst. Und Vulgärsozialismus, naja gut, das ist im Grunde genommen eine akademische Bezeichnung für, oder der Versuch, das ein bisschen akademischer zu bezeichnen, was man so als Wokismus bezeichnet oder ja, vor ein paar Jahren gab es auch nochmal den Begriff des Social Justice Warriors, ne, um diese, ich will mal sagen, Ummoderierung der politischen Linken in den letzten 15 Jahren zu charakterisieren und auch zu kritisieren, ne, wo ich sage, das sind oft sehr einfache Denkschemata, die sozusagen grob irgendwie zwar aus einer marxistischen Richtung vielleicht stammen, aber doch sehr vereinfacht sind und auch vulgarisiert sind. Insbesondere, dass eben die geopolitische und auch die ökonomische Dimension weitgehend aus dem Diskurs genommen wird. Das ist, finde ich, sehr, sehr entscheidend und dann eben auf Identitätspolitik und auf dann oft sehr auch soziologisch primitivistische Argumentationsweisen verfallen wird und die ich aber dann als wenig hilfreich ansehe, ja. Das ist halt ein Begriff der Kritik und der auch so formuliert ist, dass sowohl konservative wie auch linke Kritiker dieser Phänomene eigentlich diesen Begriff beiderseitig verwenden könnten. Ne? Das ist meine Intention gewesen. Ja, aber da haben wir ja jetzt mit Wokismus eigentlich einen Begriff, mit dem sich jeder anfreunden kann, oder? Ja, aber was mir dabei nicht gefällt, ist, dass man das nicht wirklich alle Wortarten von bilden kann. Also Vokismus, ja, geht mir nicht gut über die Lippen und es hat auch so eine, ich will mal sagen, von vornherein polarisierende Verständnis, weil dieses Woke ist ja zunächst mal eine Selbstbezeichnung gewesen im Sinne von erwacht, ja. Aber es wurde dann sozusagen zu einem Kampfbegriff auch der Gegenseite, beziehungsweise der Kritiker. Während, ja, gut, ich habe es halt so gemacht, mir gefällt dieser Begriff besser und ich versuche und ja, ist ja da halt meine, also, aber ich sage dann eben, weil ich weiß, dass er nicht allgemein verbreitet ist, benutze ich natürlich den Wokismus auch immer. Aber wer weiß, wie man dazu in 3 Jahren sagt, das weiß ich halt auch nicht. Ja, ich hoffe immer noch Wokismus, denn wir haben ja jetzt endlich so einen allgemein anerkannten Begriff, mit dem man das ja bezeichnen kann. Denn immer, wenn man versucht hat, die mit irgendeinem Begriff zu fassen, dann haben sie ja jetzt zurückblickend gesagt, ja, das ist ein Kampfbegriff der Gegenseite. Das haben sie bei SJW gesagt, das haben sie natürlich auch bei Wokismus gesagt. Aber ja, bei Wokismus ist jetzt so verbreitet, das wird von eher mittigen Politikern, von Konservativen, von Linken, die sie kritisieren, verwendet. Von sogar, ich habe das bei einem marxistischen Philosophen
gesehen, dass der den Begriff Wokeism verwendet, also Wokismus. Und der war auch bei deutschsprachigen Marxisten zu Gast. Die haben auch dann den Begriff Wokism verwendet. Also noch nicht übersetzt, aber das ist ja Wokismus. Also ich sehe, wie der Begriff immer mehr Verbreitung findet über alle politischen Lager hinweg. Und deswegen ist das, ja, meine ich jetzt halt der Begriff, der sich dann eindeutschen wird, der in unserer Sprache allgemein ankommen wird. Und das ist, glaube ich, das Beste, womit wir sie bezeichnen können, denn wir haben jetzt endlich eine Bezeichnung. Die hatten wir ja vorher nicht. Gut, wird man sehen. Das sind ja letztlich, ist das endlich in unserer Hand, welche Begriffe sich dann wie durchsetzen. Okay, gut. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Runde hier gedreht. Auf jeden Fall danke, dass du hier zu Gast auf meinem Kanal warst. Gibt es noch irgendeinen wichtigen Punkt oder eine wichtige Frage, die du hast auf deinem Herzen? Nö, nicht. Ja, Eigentlich, diese okay. Begriffe waren mir ein bisschen unklar, aber jetzt weiß ich, dass ich wahrscheinlich auch zur radikalen Mitte gehöre. Das höre ich Insofern. gerne. Okay, an dieser Stelle also nicht nur an dich, sondern auch alle, die das hören, sei nochmal das Manifest ans Herz gelegt. Also ist ja Anfang 2022, Moment, Ende 2022 erschienen, Anfang 2023, ist also noch recht aktuell und ich versuche das mit meinen bescheidenen Mitteln ein bisschen zu propagieren und auch um, ja, wie soll ich sagen, dem Wahnsinn der Gegenwart irgendwas entgegenzusetzen. Das ist vielleicht so das grundlegende Motiv. Okay, vielen Dank. Auf jeden Fall hat mich sehr gefreut, das Gespräch. Ja, dann bis hoffentlich bald mal wieder. Ciao. Ciao.